Servus Leute. So, ja, endlich ist es mal wieder soweit. Wir testen Woofer. Es ist schönstes Wetter. Wir haben ja, 26, 27 Grad. Mein Corsa ist am Start. Ja, ich habe was besorgt. Ich habe was für euch besorgt. Da ist er. Ja. Kenwood KFC-W112S. Ich weiß gar nicht, wer gefragt hatte von euch, ob ich mal einen besorge. Und jetzt habe ich ihn besorgt. Ich muss noch einen Schluck trinken, bevor ich ins Auto gehe. So. Jeje, endlich mal wieder Woofer testen. Ich hatte die letzte Zeit echt nicht so richtig Bock. Aber ich erkläre euch auch gleich warum. Ah, so. Schwuppdiwupp. Ach Gott, kleine Autos. Also, ja, Kenwood KFC-W112S. Ich fahre den jetzt schon ja, seit 6 Wochen oder so, glaube ich, durch die Gegend. Hatte die letzte Zeit einfach viel um die Ohren. Ich hatte ein bisschen Erkältung. Ich hatte, keine Ahnung, mehr Rückenprobleme. Dann war schönes Wetter, dann war ich mit dem Rennkart ein bisschen unterwegs. Hab einen kleinen Unfall gehabt. Das ist ein Unfall, ich hatte einen kleinen Dreher. Und mich hat ungünstig dann einer noch in die linke Seite erwischt. Das heißt, ich habe dann auch mal da noch 1-2 Wochen ein bisschen ruhiger gemacht, weil mir Hüfte alles so ein bisschen wehgetan hat, Rücken wehgetan hat, war alles nicht so ganz förderlich. Sport ist Mord. Ja, also egal ob DB-Sport oder Rennsport, lasst es einfach, es wird Brühe. Hab dann zwischendurch zumindest mal das ein oder andere so ein bisschen noch ein paar Videos gemacht, wo ich ein paar Lautsprecher kaputt gemacht habe für euch. Das liegt vor allem daran, dass das unglaublich wichtig ist für den Kanal, weil diese Videos 6-mal so viel Reichweite kriegen wie das Video, was ich jetzt hier mache. Und unglaublich den Kanal pushen, was neue Abos betrifft. Deswegen werde ich da in Zukunft einfach noch mehr machen müssen. Dass wir da zumindest eine Playlist voll kriegen, um den Kanal einfach wachsen zu lassen, wodurch ihr dann alle ja wieder irgendwo was dafür letzten Endes habt, weil ich dadurch natürlich wieder mit der Reichweite ein bisschen mehr arbeiten kann, die Videos besser gerankt werden und so weiter und dadurch der Kanal einfach auch ein bisschen mehr in den Fokus kommt und ich dann, ja, man verliert dann halt weniger den Spaß am Videos machen, weil das ist ja auch ein bisschen Arbeit dahinter und es ist echt ärgerlich, wenn die Videos dann einfach von den Aufrufzahlen ja nicht so gut kommen. Aber man sich unglaublich Mühe gibt, hochwertigen Content zu machen. Und die Leute aber lieber gucken Videos dann, wo du sinnlos was kaputt machst. Das ist völlig also komisch. Ja, nichtsdestotrotz, Kenwood KFC W112S. Der so ein Low-Budget-Woofer, der bei Amazon, keine Ahnung, ich werde nicht wissen, wie viel Stückzahl da am Tag verkauft werden. Kostet 40 Euro das Ding. Ich habe ihn in das 28 Liter Testgehäuse gesteckt. Das Bassreflex, was ich teste, was ich immer so nehme. Angegeben ist er mit 800 Watt Spitzenbelastbarkeit. Könnt ihr knicken, also 800 Watt Spitzenbelastbarkeit, das ist einfach nur eine Werbeangabe, wie damals PMPO oder Peak oder sowas. Also noch deutlich über Watt Max. Realistisch hat er angegeben 200 Watt RMS, die gebe ich zu, die wird er haben. Qualitativ Aufbau, ja Polypropylenmembran. Es ist für seine Verhältnisse jetzt nicht weich aufgehangen, aber auch nicht hart aufgehangen. Es ist wirklich ein günstiges Chassis mit Blechkorb, also wirklich nur ein billiger Einsteiger-Lautsprecher. Klanglich. Ich habe ihn ja jetzt 5-6 Wochen drin. Ich kann sagen, er ist für das, was er kostet, für den Preis okay. Er ist musikalisch ganz okay. Er kann knackige, schnelle Bässe eher umsetzen als Tiefbass. Also Tiefbass fehlt mir komplett. Das kann er einfach nicht. Dort geht er in die Begrenzung. Dort ist bei Zeiten Ende Gelände. Man merkt auch jetzt nicht unbedingt, wenn man den Woofer mit zu viel Leistung fährt, dass er am Limit ist. Also man kann ihn dann sicherlich auch relativ schnell kaputt machen. Man muss da ein bisschen aufpassen. Tiefbass kann er nicht. Kann er einfach nicht. Also es ist eine laute Prügelkiste. Ich würde sagen, ein großer Tiefmitteltöner. Aber vom richtig Tiefbass kann geht nicht. Also er packt es einfach nicht. Ich habe jetzt viel gehört, Rock gehört. Ich habe Schlager gehört, ja, schön, deutsche Schlager, ja, auch klassische Sachen, also wirklich alte Sachen. Das kann er sehr gut, da ist er wirklich musikalische Rock-Pop-Musik und solche Sachen, funktioniert super. Was so Radiomusik, könnte man sagen, so typische Radiosendermusik, das kann er. Tiefbass, ne, Spaßfaktor, persönlich mir ist er zu leise. Es ist okay für den Alltag, wenn man einen günstigen Woofer braucht oder eine kleine Krach-Bumm-Kiste bauen will oder irgendwas in der Richtung. Aber man sollte für die 40 Euro nicht zu viel erwarten. Es ist okay für die 40 Euro. Ich habe schon schlechtere Woofer für das Geld gehört. Aber man muss sich überlegen, für was man ihn nutzt. Ja, fürs Winterauto, für
das erste Auto für seinen Jugendlichen, der für seinen kleinen VW Polo ein bisschen bumm möchte. Für einen Transporter, für einen Arbeitstransporter, einen Kofferraum und eine Kiste reingeflackt. Oder wenn man sich so ein Magnat-Chassis in der geschlossenen Kiste zerrammelt hat, dafür würde das alles funktionieren. Aber klanglich und vom Spaßfaktor her ist es halt doch, man merkt, dass er einfach günstig ist. Ich bin der Meinung, den Kenwood, den ich vorher getestet habe, der ging etwas besser. Der war etwas angenehmer. Ja, ist halt schwierig, sehr schwierig. Also ich glaube, ich würde ihm, also ich flacken auf jeden Fall wieder raus. Also für mich ist es für den Alltag definitiv nichts. Ich bin so verwöhnt, mir fehlt auch deutlich, einfach deutlich am Tiefgang. Aber für so einen normalen Hörer, der ein bisschen Bass will, ein bisschen lauter, ein bisschen Geschepper will, ja Gott, rein damit. Ja. So die, ich sag mal, die Bassrollen-Randalierer, die können so ein Ding sich gerne einbauen. Für mich ist es einfach zu langweilig, das Teil. Ich habe jetzt schon ein paar neue Woofer hinten stehen, die dann hier reinkommen. Die werden definitiv geil, da habe ich Bock drauf, da bockt es mich richtig. Das seht ihr aber dann in den nächsten Videos. So, ich würde sagen, wir tun den Kenwood jetzt mal am Termlet messen. Ich weiß noch nicht, was bei rauskommt. Bitte die Stegenstufe dran mit 4 Ohm. Ich hoffe, ich mache nicht kaputt. Und dann schauen wir einfach mal, was passiert. Ich würde sagen, ich schalte mal die Kamera um und dann gucken wir mal. So Leute, ich würde mal sagen, der Sensor hängt. Hier ist irgendwo meine Pegelvermittlung. Ja, okay. Ich habe jetzt mal hier so ein bisschen was geladen. Wenn man jetzt mal hier so ein bisschen... Die Kamera könnte mal ein bisschen mit dem Fokus mehr arbeiten heute. War okay, besser. So, wir fangen mal an bei, ja, ich sag mal, 30 Hertz ist okay. So, Thermlab ist an. Ich denke, ihr seht's. Ich werde jetzt mal hier Play drücken. Okay. Und jetzt werden wir mal gucken, in welche Richtung wir denn hier irgendwo kommen. Mal ein bisschen mit Gefühl anfangen. So, ich gehe mal höher. Das ist ihm jetzt schon viel zu tief. Machen wir mal bei 35 Hertz. Okay, da klingt er irgendwie völlig komisch. Gehen mal höher. Bei 40 Hertz, 42, 44, 46, 52. Okay, also wir sind auf jeden Fall erstmal bei 60 Hertz wieder am lautesten, typisch für den Corsa, mit 122 dB an 3 Watt. Das ist okay. Jetzt werden wir mal gucken, was bei 200 Watt passiert. Damit wir erstmal gucken, was im Nutzbereich so er an Pegel schafft. Der Corsa ist einfach nur ein verdammt geil lautes Auto. Guckt euch das mal an. 138,6 mit 208 Watt.
Das ist schon ein bisschen lustig. Jetzt machen wir das gleiche nochmal mit Leistung. Und dann mal gucken, ob er zerfliegt oder nicht. Ich hoffe nicht. Bam! 140. Cool, oder? Ja, ich schalte nochmal die Kamera um und dann lassen wir das erstmal so im Raum stehen, würde ich sagen. Ah, das war geil, oder? 40 Euro Woofer, 140 dB Marke. 140 plus geht mit einem 40 Euro Woofer. Schön Low Budget dB Kiste. Ich bin der Meinung, es geht noch mehr. Ich könnte jetzt den Woofer nach oben drehen und dann machen wir vielleicht noch 1-2 dB mehr, weil er jetzt relativ nah an der Kofferraumklappe steht. Grundsätzlich erstmal Lautstärke an 200 Watt, 138 dB ist nicht leise. Wir müssen aber davon ausgehen, wir haben jetzt ein sehr kleines Auto mit dem Corsa, mit Peak bei 60 Hertz und gedämmt. In einem großen Auto wie ein Kombi wird das natürlich etwas leiser ausfallen. Es ist zum Musikhorn vom Pegel der Woofer auf jeden Fall in Ordnung. Im Tiefgang hat er einfach Defizite. Er kommt zu schnell ans Limit. Das funktioniert einfach nicht. Er ist einfach eher so ein Oberbass-Woofer, könnte ich fast sagen. Also so im Bereich, sag mal, von 45 Hertz nach oben fühlt er sich wohl. Das funktioniert. Tiefbass zu schnell am Limit würde sich der Woofer selber zerstören. 140,86 mit 715 Watt. Gutes Ergebnis, können wir erstmal nicht meckern. Der Woofer hat es überlebt, kurzzeitig 715 Watt zu fressen. Ich habe schon andere Woofer gehabt, die haben dann angefangen zu stinken. Also das ist erstmal völlig okay. Auch die 200 Watt hat er problemlos geschluckt. Es riecht absolut nicht. Ich glaube, der andere Chemot hat ein bisschen angefangen zu riechen. Weiß ich aber gerade nicht mehr, müsste jetzt mal ein Video gucken. Also grundsätzlich erstmal Fazit, für 40 Euro ist er okay. Man kann ihn empfehlen für Leute, die ein bisschen Bum-Bum im Auto haben wollen. Man sollte klanglich nicht so viel erwarten. Tiefbass ist definitiv nichts für ihn. Er ist was für die alltäglichen Mischmasch-Alles-Hörer, die so ein bisschen ja, Radiomusik hören, meinetwegen. Radiohörer. Ja? Die einfach nur ein bisschen mehr Bass haben, ein bisschen Bassunterstützung haben wollen. Dafür ist er in Ordnung. Punkt. Gut, das soll es an der Stelle wieder gewesen sein. Ich muss noch ein paar andere Woofer testen und es ist ja schon 11.45 Uhr, also mal ein bisschen mit den Finger ziehen hier. Dann gibt es dann Mittag. Mutti hat mich Mittag gemacht, gibt Nudelsuppe, das wird gut. Und ja, ich sag mal ciao, ich würde mich über Kommentare freuen und wir sehen uns im nächsten Video.